Ist das wohl? Also sind es unsere Pharmaindustrie. Und ich denke nicht, dass man aus lauter Mitleid mit denen unsere Tiere impfen lassen sollte, sondern wir sollten auf die Gesundheit unserer Tiere achten. Die Tiere haben nach der Krankheit eine Immunität, wo französische Tierärzte sagen, dass die lebenslang hält. Warum lassen wir die Tiere nicht durchseuchen? Bei uns sagt jeder Bauer, der die Krankheit, durch die Impfung schwere Schäden hatte, sagt, hätte ich nur die Krankheit selber auf dem Hof gehabt, das wäre viel, viel einfacher und leichter gewesen. In Italien gab es vor 6 Jahren einen Lebendimpfstoff, der wegen der vielen Schäden zurückgezogen wurde. Warum müssen wir das Ganze jetzt nochmal nachspielen und warum müssen wir jetzt nochmal beweisen, dass bei den Italienern das Ganze tatsächlich so abgelaufen ist? Das ist meine große Frage. Warum tut man das auf dem Rücken von euch und euren Tieren? Und jetzt kommt der Punkt, wo ich vorher am Anfang gesagt habe, dass es uns alle angeht. Die Produkte von den Tieren, die jetzt geimpft sind, reden wir mal von der Kuh. Milch und die Milchprodukte, Der Morgen fängt schon gut an, gell? Der fängt schon gut an. Also, mal schauen, wie der ganze Tag dann noch läuft, wenn ich den Kühen schon Eier unterjubel. Milch und Milchprodukte, also Butter, Joghurt und so weiter, Käse. Das war jetzt tatsächlich richtig geil. Fleisch von den Tieren, ist das unbedenklich? Wo sind Studienuntersuchungen dazu? Ich möchte Ihnen dazu Folgendes sagen. Wir haben versucht, seit Sommer letzten Jahres unsere Behörden unter Druck zu setzen und unser Bundesamt für Veterinärwesen weigert sich, Untersuchungen durchführen zu lassen. Und da sehe ich persönlich, und das habe ich Ihnen auch schon vorgeworfen, 2 Gründe. Entweder haben Sie bereits Untersuchungen durchgeführt und die sind so schrecklich gewesen, dass wir das Ganze jetzt zu vertuschen versuchen. Oder die andere Seite, was dann eben noch viel schlimmer ist, eben Sie wissen genau, was dabei rauskommt und Sie wollen die Konsumenten nicht beängstigen. So habe ich mal einen Vortrag gehalten und dann ruft mich am nächsten Tag vom Bundesamt für Veterinärwesen jemand an und sagt, er hätte von meinem Vortrag gestern gehört und ich soll die Bauern und die Konsumenten nicht darauf hinweisen, vor allen Dingen nicht die Bauern, dass das schädlich sein könnte, weil das ist ja ganz schlimm, weil sonst kriegen die Bauern ja nachher im Volk gar keinen Rückhalt mehr und dann werden die Bauern so verunsichert. Und ich bin der Meinung gewesen, ihr müsst informiert sein, alle, weil wenn hier tatsächlich sich herausstellen sollte, dass das Ganze schädlich ist oder schädlich war, was ihr jetzt hier verkauft habt, nach der Impfung, wer leidet darunter? Wer wird die ganze Sache ausbaden? Immer der Bauer, niemand anders. Da wird sich nicht der Bauernverband, den könnt ihr eh abschreiben, in die Wüste schicken. Da wird niemand, die Zuchtverbände, niemand wird sich da für euch hinstellen oder der Hersteller oder euer Bundesministerium. Niemand wird euch den Rücken decken. Ihr sind die Einzigen, die tatsächlich Einzigen, die wo nachher drunter leiden müssen und wo das ausbaden, die Bauern. Da bin ich 100% fest überzeugt. Ist ja immer so gewesen. Wir haben versucht, bei uns in der Schweiz Milch von geimpften und ungeimpften Kühen untersuchen zu lassen und Fleisch. Im Fleisch ist es ein bisschen schwieriger, bei der Milch ist es ganz einfach. Wir haben, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, wir haben kein einziges Labor gefunden, bis und mit jetzt, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, das gewillt ist, uns diese Proben zu untersuchen. Und zwar, dann heißt es immer, wir möchten keine Probleme mit den Behörden. Die Labore sagen, sie möchten keine Probleme mit den Behörden. Deswegen dürfen sie die Milch und das Fleisch nicht untersuchen. Müsst ihr euch mal vorstellen, wo leben wir eigentlich? Jetzt haben wir ein Labor gefunden in Washington, also tatsächlich USA, gell? Wo das machen würde. Aber ich habe mich bisher irgendwie geweigert, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass wir bei uns im eigenen Land kein Labor finden, wo den Mut hat, diese Dinge zu untersuchen und das nachher dann natürlich auch noch aufzudecken. Im Beipackzettel von den Impfstoffen steht, bei tragenden und laktierenden heißt Kühe, die Milch geben, Tieren gibt es keine Erfahrenswerte. Wenn ihr euch das jetzt vorstellt, das heißt, sie dürfen gar nicht geimpft werden. Wenn ihr euch das vorstellt, entweder ist eine Kuh tragend oder sie ist laktierend. Oder? Also eigentlich, wen darf man dann noch impfen? Gibt es ja fast keine mehr, das sind ja nur noch so ganz junge, die da in der Gegend rumhüpfen. Sonst dürfte er eigentlich überhaupt gar keinen mehr impfen. Die Impfstoffentwicklung, die wurde 2006 gestartet. Unser BfVet, das ist das Bundesamt für Veterinärwesen, sagt wortwörtlich, für eine ordentliche Zulassung reichte die bisherige Zeit nicht, um alle erforderlichen Untersuchungen durchzuführen.
Es gibt keinerlei Untersuchungen dazu, zu diesem Impfstoff. Trotz fehlender neuer Untersuchungen wurde der Impfstoff im Februar 2008 zugelassen. Ich habe gefragt, warum habt ihr ihn zugelassen? Pünktlich auf den 1. Februar. Und dann sagt Dr. Perler vom Bundesministerium, Bundesamt für Veterinärwesen, sagt zu mir, Frau Fettek, wir haben gewusst, dass Sie zu Fuß bei uns in Bern das Ministerium stürmen würden, wenn am 1. Februar der Impfstoff nicht zugelassen ist. Und dann haben wir einen blitzschnellen Tag vorher zugelassen. Es gibt aber immer noch keine neuen Untersuchungen. Die haben also immer noch nichts Neues und trotzdem haben sie jetzt einen Impfstoff zugelassen. Nur um Ruhe zu haben, nicht um Sicherheit durchzugeben. Geimpfte Tiere erkranken trotzdem an der Krankheit. Das haben wir immer wieder erlebt. Die werden geimpft, das nutzt überhaupt gar nichts. Das ist ja wie bei allen Impfungen, gell? Dass die nichts bringen. In Frankreich ist die Krankheit 2006 und 2007 auf fast jedem Betrieb gewesen. Vom 15. Dezember 2008 bis 15. April 2009 wurde erstmals in Frankreich geimpft. Also vorher hat es die Impfung gar nicht gegeben. Die Regierung gibt offen zu, dass die Schäden durch die Krankheit in 2 Jahren viel niedriger waren als die Schäden durch die Impfung in nur 2 Monaten. Und dann gibt es noch einen Punkt dazu, das ist ganz wichtig. Maul- und Klauenseuche und Blauzungenkrankheit. Mir haben sehr viele ältere Landwirte, vor allen Dingen aus Deutschland, haben mir mitgeteilt, dass bei ihnen, wo die Blauzungenkrankheit noch auf dem Hof an der Dazumal erlebt haben, die haben mir mitgeteilt, dass das genau die gleichen Symptome sind wie die Blauzungenkrankheit, wie die Maul- und Klauenseuche an der Dazumal. Meine Frage, ist die Blauzungenkrankheit überhaupt eine eigenständige Krankheit? Gibt es die überhaupt? Oder wird hier eine alte Krankheit mit neuem Namen verkauft, weil man ja gegen die Maul- und Klauenseuche nichts mehr tun kann? Ist das möglich? Und da habe ich einen ganz, ganz schweren Verdacht. Warum ging die Krankheit von 2007 auf 2008 in Europa zurück? Das ist 2007, 6 und 7 gab es sie ja und 2008 haben wir mit der Impfung angefangen. Ganz einfach, weil in Deutschland und in Frankreich, die Krankheit war ja da sehr schlimm, Deutschland und in Frankreich hat es damals, die Tiere sind alle durchgeseucht gewesen. Die können gar nicht mehr erkranken. Die Impfung in 2008, die hätte man sich sparen können. Aber man hatte sie bestellt, weil es ja ein sparsames Volk, oder? Man schmeißt ja nichts weg, sondern da muss man die ja irgendwann noch loswerden. Und so habe ich auch den bösen Verdacht bei der Schweinegrippe. Komme ich am Nachmittag noch drauf. In der Zwischenzeit gibt es Widerstände von Bauern, wo ich eigentlich alle 3 mitgegründet habe, Vereine. Das hat übrigens ganz harzige Arbeit gekostet, die Bauern dazu zu bringen, einen Verband zu gründen. Ich verstehe das bis heute nicht. Die wollten sich nicht zusammenschließen, sondern sie wollten es jeder für jeden und das funktioniert so nicht. Ich habe die Österreicher zuerst genommen, also IG Schöpfungsverantwortung für Tier und Mensch, www.tier-mensch.at, geht da mal drauf schauen. Dann bei uns in der Schweiz, der heißt, die Webseite, die müssen Sie nicht aufschreiben, das ist die einfachste und originellste Webseite, wo es überhaupt gibt, www.bauernverstand.ch. Habe ich gedacht, das ist doch genau das, oder? Die Bauern setzen jetzt ihren Verstand ein und wehren sich gegen die Maßnahmen. Dann gibt es in Deutschland noch die IG, also Interessengemeinschaft für gesunde Tiere, IGGT. Und das könnt ihr euch da oben runter abschreiben und dann zu Hause geht ihr mal nachschauen. Bei der schweizerischen Bauernverstand.ch, das sind alle Artikel, die ich zu diesem Thema geschrieben habe. Genau. Ich gehe auch ganz schnell noch durch. Ich möchte das mal ganz schnell. Wir haben bei uns in der Zeitschrift, im Impuls, in den letzten 4 Ausgaben, sind jeweils lange Artikel dazu. Im letzten ein langer Bericht von französischen Tierärzten. Die französischen Tierärzte klagen die Regierung an, weil sie sagen, dass die Impfung so schlecht war. Und da haben wir in den 4 letzten Ausgaben und die 3 anderen Ausgaben, das ist das, was ich Artikel dazu geschrieben habe, könnt ihr euch nachher vorne im Bücher dich anschauen. Im Band 2 von meinem Buch, Kritische Analyse der Impfproblematik, da ist... sind alle Tierimpfungen mit drin. Das neue Buch erscheint Ende Oktober jetzt und da ist die Blauzungenkrankheit ebenso mit drin. Also vielleicht könnt ihr das schon mal vormerken, das neue Buch.